Heute geht es um 10 Frontend Development und UI Design Themen für 2021. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zum ersten Video 2021. Für alle, die nicht auf Discord sind, hier nochmal ein frohes neues Jahr und ein hoffentlich entspannteres Jahr als das letzte aus den, ja, wahrscheinlich jedem bekannten Gründen. Prinzipiell gucken wir uns in diesem Video UI, UX Design bzw. Frontend Development Themen oder Trends an, die im kommenden Jahr wichtig sind, die man im Blick behalten sollte. Natürlich muss ich sagen, dass ich nicht alle Trends abdecken kann oder mir auch nicht alle Trends bewusst sind oder sie einfach an mir vorbeigegangen sind, weil ich nicht die nötigen Quellen regelmäßig im Blick habe, dann schreibt mir die ganzen Sachen noch einfach mal in die Videokommentare. Prinzipiell, woher habe ich meine Informationen? Diese habe ich aus meiner subjektiven Wahrnehmung und aus Blogs, aus YouTube-Channeln, denen ich folge, aber auch von technischen Trendgebern wie Google, wie W3C und natürlich auch wie, ja, einfach der Community, worauf ich hingewiesen werde, was euch interessiert. Aber natürlich, das ist nicht allumfassend. Und falls ihr Anmerkungen oder andere Trends mit der Community diskutieren wollt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr Discord, da könnt ihr der Community joinen, Trends zeigen, die ihr entdeckt habt, neue Frameworks und so weiter. Oder einfach euch mit, ja, der Community austauschen. Prinzipiell werden wir heute damit jetzt direkt loslegen. Also viel Spaß und gucken wir uns mal an, was das Jahr so bringt. So, das erste, was wir uns heute ansehen, ist Flutter bzw. Dart. Und zwar bekommen TypeScript und JavaScript Konkurrenz in Sachen Programmiersprachen im Web. Und das ist Dart. Also Dart ist die Programmiersprache, die man sich angucken muss. Das ist eigentlich gar nicht so neu, weil die ist, glaube ich, von 2013, aber da bin ich mir nicht sicher. Sondern es nimmt jetzt langsam richtig Fahrt auf mit dem Frontend-Framework Flutter. Diese beiden zusammen sind eine wirklich coole Kombo und ich werde auch versuchen, im Laufe dieses Jahres eine Tutorial-Reihe auf diesem Channel dazu zu veröffentlichen. Aber was genau, welche Vorteile bietet Flutter bzw. Dart? Es ist einfach eine richtig optimierte Möglichkeit, mal für Desktop, Web und natürlich Mobile eine Programmiersprache zu nutzen, die auch wirklich gut läuft und gut unterstützt wird. Und das ist Googles Versuch, was heißt, da ist auch ein Riesenkonzern im Hintergrund, der das Ganze vorantreibt. Und deswegen kann ich nur empfehlen, dort mal einen Blick zu riskieren und sich mal damit zu beschäftigen, um zu evaluieren, ob für seine Anwendung, für seine Use Cases diese neue Technologie etwas bringt. Es ist natürlich noch alles in den Kinderschuhen und es gibt noch wenig, in Klammern, richtig große Applikationen, die damit umgesetzt sind. Auf der Dart-Seite finden sich, also auf der Flutter-Seite finden sich natürlich einige Beispiele, wie zum Beispiel die New York Times oder so. Aber es ist halt noch wirklich noch nicht so lange so verbreitet, dass wirklich große Enterprise-Projekte damit umgesetzt sind. Aber ich denke, das wird kommen und ich werde, wie gesagt, auf jeden Fall versuchen, dazu ein Video zu produzieren. So, 3D ist ein Trend, den wir letztes Jahr schon mal hatten und der wird sich weiter durchsetzen und ist jetzt langsam richtig im Kommen. Das heißt, man wird immer mehr 3D-Elemente und interaktive 3D-Elemente auf Webseiten finden, die mit WebGL umgesetzt sind. Das Ganze ist ein Riesending und wird auch in Zukunft nicht weniger werden. Man, ja, sieht bei Splice beispielsweise Anwendungen aufkommen, die einem ermöglichen, direkt im Web 3D-Modeling und Animation zu betreiben. Oder man sieht ganz neue Navigationskonzepte wie ein Auto, was als Navigationsquelle gesteuert werden kann, um damit auf einer Webseite Content zu konsumieren. Das Ganze ist wirklich cool, bietet eine Megamenge Möglichkeiten und ich werde mir das persönlich selbst definitiv dieses Jahr als Ziel setzen, mal mehr damit zu machen. Allerdings ist es noch für mich persönlich nicht so weit, dass ich ein Tutorial damit machen könnte. Was heißt, jeder, der jetzt in den Videokommentaren schreibt, hey, können wir nicht sowas mal bauen? Leider nicht. Dazu fehlt mir selbst das nötige WebGL-Wissen. Das kommt in Zukunft und ich werde mich damit auseinandersetzen, weil es mich selbst sehr interessiert und begeistert. Aber es ist noch nicht so weit, dass ich mich sicher genug fühle, damit ein Tutorial zu zeigen, weil ich einfach persönlich noch zu wenig Erfahrung habe. Aber was denkt ihr denn darüber? Habt ihr schon eine 3D-Webseite gebaut? Dann schreibt ihr doch einfach mal in die Videokommentare. Oder falls ihr euch für, ja, sowas interessiert im Allgemeinen und überlegt, wie ihr das 3D-Wissen dazu aufbauen könntet, dann schreibt das auch mal in die Kommentare, weil das würde mich selbst interessieren, weil ich mir selbst noch aneignen muss. Voice-User-Interfaces sind gekommen, um zu bleiben und sie werden sich in Zukunft auch weiter durchsetzen. Allerdings gibt es damit ein gewaltiges Problem. Und dieses Problem möchte ich gleich mal genau ausführen, aber was meine ich eigentlich mit Voice-User-Interfaces? Viele von euch werden einen Google Assistant oder einen Amazon Alexa oder wie sie alle heißen zu Hause stehen haben und nutzen. Und jeder von euch, der das zu Hause nutzt, weiß, er braucht eine gewählte Ausdrucksweise, um mit diesen Assistenten zu interagieren, um da Sprachsteuerung zu betreiben. Man braucht bestimmte Keywords, die Events triggern mit bestimmten Variablen für diese Events und so weiter. Was heißt, wenn ich einfach mit Google rede wie mit einem normalen Menschen, würde er es nicht erkennen. Das Ganze kann ich auch im Web ziemlich einfach umsetzen. Wir haben dazu vor einiger Zeit schon mal ein API-Video gemacht, ein sogenanntes Web-API, also Speech-Web-API-Video,
was wir genutzt haben dazu, ist unser Mikrofon, um Textausgaben auf unserer Webseite zu machen. Das Ganze ist nicht schwer, habt ihr ja damals schon gesehen, und auch die technische Implementierung von so etwas ist nicht schwer, allerdings noch nicht in der Form, wie es sich meiner Meinung nach wirklich lohnen würde. Wenn ich eine Webseite öffne, dann bin ich meistens das erste Mal auf dieser Seite und möchte Informationen finden. Es wäre natürlich cool, wenn ich jetzt einfach sagen kann, hey, ich möchte irgendwas eingeben auf dieser Webseite, um damit Sprache weiterzukommen. Aber es gibt schon mal hier direkt ein Problem. Wenn ich bei der Webseite direkt von Anfang an quasi einwilligen muss, dass die Webseite mein Mikrofon erkennen oder nutzen darf, dann schreckt das viele Nutzer per se ab. Man kennt diese Webseite nicht, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich würde einer Webseite, die ich nicht kenne, niemals erlauben, mein Mikrofon zu nutzen. Und das ist der erste wichtige Punkt, den Nutzer abschrecken. Was heißt, warum will die Webseite plötzlich mein Mikrofon nutzen? Das nächste, jeder von euch, der Google Assistant oder Amazon Alexa nutzt, weiß, man braucht eine ganze Zeit, die Befehle zu verstehen, um mit diesem System zu interagieren. Und das lerne ich in permanenter Wiederholung. Wenn ich eine Woche lang mit Google mein Licht ausmache und die Heizung verändere, dann weiß ich die Befehle irgendwann. Aber komme ich so oft in Berührung mit einer Webseite, dass ich die dortigen Sprachbefehle wirklich verinnerliche und nutzen kann, würde ich bezweifeln, zumindest bei den meisten Use Cases. Und das nächste, was ein Punkt ist, ich habe noch nicht das Gefühl, dass diese Assistenten so weit sind, dass ich mit denen einfach wirklich vernünftig reden kann. Wenn ich auf einer Webseite bin und sage, suche XY und dann gibt er das ins Suchfeld ein, das ist schon ein ziemlich cooler Anwendungsfall und würde vielleicht dem einen oder anderen diese Sucheingabe vereinfachen. Aber mir persönlich würde es erst was bringen, wenn ich sowas machen kann wie stelle eine Projektanfrage mit bla 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 an Webdesign, Content, XY und so weiter, dass er ein komplettes Kontaktformular im Hintergrund ausfüllt und abschickt, nur über eine Spracheingabe, ohne dass ich die Befehle davor vorher kennen muss, weil ich einfach wie mit einem Assistenten wirklich reden kann. Und das umzusetzen gestaltet sich für Google und Amazon schwer und damit wahrscheinlich für uns quasi unmöglich als einfache Entwickler. Und da muss ich einfach sagen, dieser Trend kommt. Voice User Interfaces ist ein Trend, der bleibt und sich weiterentwickelt wird. Allerdings ist das alles noch extrem, experimentell und noch nicht so funktional, dass man das wirklich intensiv nutzen kann und nutzen sollte. Der nächste Punkt, nämlich Augmented Reality, also AR, ist ähnlich. Ich bin hier permanent dabei, die Trends zu verfolgen, die technische Entwicklung zu verfolgen. Ich habe dazu mal auch einen Link in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr seht jetzt hier gerade die Seite, wo man ein bisschen gucken kann. Das sind einfach Experimente, die mit AR und der Web-Technologie, die dahinter steckt, umgesetzt wurden. Das Ganze ist ziemlich cool. Es gibt vereinzelt mittlerweile auch schon vor allem so Marketing-Gigs, wo Unternehmen versuchen, mit AR so einen kleinen Marketing-Hype zu erzielen. Aber eine wirklich Nutzer- oder funktionelle Internetseite damit habe ich noch nicht gesehen. Würde ich gerne mal, falls ihr da eine habt, schreibt die doch mal in die Videokommentare. Persönlich glaube ich, das ist eine richtig coole Technologie, die uns die nächsten Jahre begleiten und immer weiter voranbringen wird. Allerdings ist sie einfach noch nicht so weit, dass man sie jetzt wirklich intensiv nutzen kann und sollte. Aber wer weiß, was die nächsten Jahre so alles so bringt. So, im User Interface Design ist Screen Design oder das Gestalten von richtig schönen Ansichten von einer Webseite, die sind quasi tot. Und was meine ich damit? Weil das ist ja schon eine sehr krasse und aussagekräftige Meinung, die ich da vertrete. Aber es hat einfach den Hintergrund, dass bei komplexen Anwendungen das Gestalten eines einfachen Screens zu zeitintensiv ist. Jeden möglichen Screen einer Anwendung zu gestalten, ist schlichtweg zeitlich einfach nicht mehr kostengerecht und auch mit der heutigen Technologie nicht mehr vertretbar. Was heißt, als UI-Designer ist man jetzt nicht plötzlich arbeitslos, aber man muss sich an den Gedanken gewöhnen, dass man nicht mehr die hundertprozentige Kontrolle hat, alles an einer Webseite komplett perfekt zu designen und dann wirklich nur noch einzelne Screens basiert daran umzusetzen. Sondern man geht immer mehr in die Richtung, sogenannte Design Systems zu entwickeln. Das ist ein Trend, der auch schon über Jahre kommt und immer stärker wird und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch da ist. Ich habe dazu auf diesem Channel schon einmal ein Video gemacht. Aber was ist grundsätzlich ein Design System? Es ist nicht das Gestalten einzelner Webseiten, sondern immer weiter auf die einzelnen Bestandteile einer Seite zu gehen. Was heißt, als Gestalter gehe ich nicht hin und gestalte eine Ansicht, wo ich alle möglichen Tabellen sehe, sondern ich gestalte die Definition einer Tabelle. Was heißt, wie sieht diese Tabelle aus? Wie sehen Tabellenspalten aus? Wie kann ich hier einen Filter einbauen? Und so kann der Entwickler später oder derjenige, der die Webseite strukturiert, hingehen und sagen, hey, ich brauche hier einen Button und zieh mir da einen Button rein und diesen Button gestalte ich und nicht, wo genau dieser Button auf der Webseite zu sehen ist. Was heißt, gewöhnt euch an den Gedanken, wenn ihr ein Designer seid,
nicht mehr die hundertprozentige Kontrolle zu haben, was aber grundsätzlich nicht schlimm ist, weil es euch Arbeit spart in gewisser Weise und ihr gleichzeitig hingehen könnt und euch bei bestimmten Punkten wie Micro-Animations oder so einfach mehr Zeit nehmen könnt, diese Sachen umzusetzen. Was heißt, ich bin ein großer Fan dieses ganzen Trends, dass man hingeht und entwickelt ein System, mit dem man eine Anwendung definiert, anstatt wirklich einzelne Screens zu erstellen, um dann danach die Anwendung einfach nachzubauen quasi. So einer der wohl mittlerweile bekanntesten Trends für 2021, der sich in fast jedem Design-Trend-Video findet und auf vielen Blogs und auch auf Dribbble und Beyond immer aktuell totgeschlagen wird quasi, das ist der Gaussian Gradient. Was heißt einfach ein Gradient, ein Verlauf, der sich auf der ganzen Seite ausbreitet und so nicht richtig linear ist, also nicht von links nach rechts geht oder so etwas, sondern sich einfach über die ganze Seite verteilt und verschiedene Points hat, wo verschiedene Farben unterstützt werden. Und man hat so ein Muster dann im Hintergrund. Wenn man sich das Ganze anguckt, muss ich sagen, ich bin kein großer Fan davon und ich werde auf diesem Channel deswegen auch kein Tutorial machen. Es ist allerdings ein Trend, den man nicht leugnen kann und ich hatte auch schon das erste Projekt, wo ich das Ganze umsetzen musste, weil sich der Kunde das gewünscht hat. Allerdings, wie gesagt, bin ich kein Fan. Ihr könnt hier mal in die Videokommentare schreiben, ob ihr davon eine richtig geile Umsetzung kennt, dann hinterlasst doch einfach mal einen Link. Oder falls ihr auch kein Fan seid, warum euch das Ganze nicht so gut gefällt. Oder wenn ihr ein Fan seid, warum euch das Ganze gefällt. Mich würde es persönlich interessieren. Aber wie gesagt, das ist ein Trend, der auch 2021 sich weiter verbreiten wird. Und ob man es mag oder nicht, ist einfach da. Squarespace und Webflow haben es vorgemacht. No-Code bzw. Low-Code ist da, gesellschaftstauglich und nicht mehr wegzudenken. Und die Seiten, die damit umgesetzt werden, erfreuen sich riesiger Beliebtheit. Und man muss einfach sagen, die sind qualitativ auch echt gut. Also man kann nicht mehr sagen, das ist wie Baukasten stecken früher, wo am Ende einfach nur Code-Quatsch rauskam, sondern die Seiten sind hochperformant, sind SEO-basiert und erfreuen sich großer Beliebtheit. Und man muss auch sagen, ich verstehe absolut warum. Ich kam letztes Jahr in die Situation, dass ich als Freiberufler mit Webflow eine Webseite umsetzen musste. Es geht sehr einfach, sehr schnell und ist nicht wirklich schwer. Dazu kann man sich tausend Tutorials angucken. Und viele von euch werden jetzt denken, wenn das Ganze automatisiert passiert, ohne coden zu müssen, warum sollte ich das noch lernen zu coden? Und hier muss ich sagen, habt ihr Angst um euren Job? Theoretisch muss man das? Ja. Und theoretisch nein. Und das hat folgenden Grund. Wenn ihr die Geschäftsausrichtung habt, ihr seid Freiberufler, ihr seid Entwickler in einer kleinen Agentur, ihr habt vielleicht eine kleine Agentur und basiert darauf, kleine Webseiten für Restaurants zu entwickeln, kleine Online-Shops, also wirklich alles so, ich sag mal, in einem Budgetrahmen unter 20.000 Euro, da wird es mit der Zeit sehr, sehr, sehr schwer, konkurrenzfähig zu bleiben, außer ihr beginnt mit diesen Systemen Webseiten umzusetzen und dann fangt ihr nämlich an, mit Grafikern zu konkurrieren, die jetzt auf diesen Markt kommen, die quasi Webseiten auf den Markt bringen, ohne selbst coden zu können. Und das ist ein Problem für diese ganze, in Klammern, Mini-Projekt-Basis oder diese ganze Geschäftsmodell-Mini-Webseiten bauen, möglichst viele für kleine Unternehmen, für das Restaurant von nebenan, für das kleine 10-Mann-Tischler-Unternehmen aus dem Nachbarort, für sowas quasi. Diese kleinen Webseiten werden von den großen Baukassensystemen geschluckt und ich verstehe auch absolut warum, weil es einfach ist, weil es viel günstiger ist, als dafür eine Agentur zu beauftragen und der Trend wird sich durchsetzen. Was heißt, diese kleinen Projekte werden Step by Step vom Markt verschwinden. Das ist jetzt keine Entwicklung, die von jetzt auf gleich so quasi zack, da ist, jetzt kann ich keine WordPress-Webseiten mehr bauen, passiert, sondern das ist eine Entwicklung, die jetzt über die nächsten Jahre voranschreiten sollte. Und was sagt euch das als Entwickler? Müsst ihr Angst um euren Job haben? Ich sage nein. Und das hat den einfachen Grund, dass die eigentliche Entwicklerarbeit, vor allem auch von Frontend-Entwicklern und natürlich Backend-Entwicklern sowieso, nicht dabei liegt, eine kleine Mini-Webseite zu bauen. Persönlich muss ich sagen, eine kleine Webseite für irgendeinen Tischler zu bauen, ist für mich nicht sonderlich interessant. Einfach fachlich auch nicht interessant, sondern ich möchte große interaktive Seiten und Anwendungen mitgestalten und da scheitern diese Dienste. Das heißt, wenn ihr eine große verteilte Anwendung habt, die auf 10 verschiedenen Backend-Services basieren, die verschiedene Frontend-Dienste unterstützen müssen, also beispielsweise ihr braucht eine iOS-App, ihr braucht eine Android-App, ihr braucht eine Web-Anwendung, eine Desktop-Anwendung, ihr müsst große, komplexe, interaktive Anwendungen bauen, dann scheitern diese Dienste völlig und ich sehe auch nicht, dass in den nächsten 10, 15 Jahren diese Dienste so weit sein werden, sowas quasi mit einem Drag-and-Drop-Editor zu gestalten. Das wird einfach nicht passieren, weil dabei die Entwicklerarbeit selbst für so etwas wie einen kleinen Button, der Frontend-technisch nicht wirklich viel Arbeit ist, aber im Backend vielleicht eine Kette von Funktionen aus verschiedenen Diensten ansteuert und APIs ansteuert, einfach
nicht ersetzt. Das ist einfach zu schwer, das geht aktuell noch nicht. Und deswegen sollte man überlegen, wenn man gerade oder ihr in diesem Feld unterwegs seid, ich baue kleine WordPress-Webseiten, guckt euch an, versucht Unternehmen zu gewinnen, die immer mehr in die Richtung gehen, ich verkaufe meine Zeit nicht an in Form einer Webseite, sondern ich verkaufe meine Zeit in Form von, ich mache jetzt 15 Stunden Arbeit für Unternehmen XY und helfe denen bei ihrer verteilten Anwendung, das Ganze weiterzuentwickeln. Was heißt, als Entwickler müsst ihr keine Angst um euren Job haben. Euer Job ist die nächsten Jahre und wahrscheinlich sogar Jahrzehnte absolut sicher und ihr braucht keine wirklichen Sorgen zu haben. Allerdings wird sich diese ganze Geschäftsidee von kleinen Webseiten verändern und die werden immer konkurrenzfähiger mit halt immer mehr Leuten auf dem Markt, die immer leichter Webseiten bauen können. Und das wird die Preise droppen und damit auch die, in Klammern, das lohnt sich irgendwann einfach nicht mehr. Und wenn ihr dort andere Meinung habt, dann schreibt das doch mal in die Videokommentare. Mich würde es freuen. Ich persönlich, wie gesagt, vertrete diese Meinung und auch, was ich von Freunden und Bekannten mitkriege, bestätigt mich in dieser Annahme, dass diese Entwicklung ja nicht mehr wirklich aufzuhalten ist. So, der Trend von Dark- und Light-Modes in Webseiten und Apps sind natürlich nichts Neues, aber es kommt jetzt langsam so richtig und es ist mittlerweile fast ein Standard, dass man als Nutzer erwartet, dass eine App, eine Webseite Dark- und Light-Modes unterstützt und ich hoffe auch, dass sich das als Standard einfach durchsetzt, dass man einfach erwarten kann, ich öffne eine App und ich habe den Dark-Mode aktiviert, dass das auch in dem Dark-Mode geöffnet wird und ich hoffe, dass, wie gesagt, dass es alles kommt. Falls ihr da anderer Meinung seid, schreibt das doch mal in die Videokommentare. Auf diesem Channel wird es auch in Zukunft noch ein Dark Mode Video geben in Bezug auf Angular und wie man das Ganze dort möglichst gut umsetzt. Und ja, ansonsten habe ich dazu ja, wie gesagt, schon ein Video gemacht. Schaut euch das an. Es wird dieses Jahr noch viel mehr kommen und ich denke, dass auch die letzten Websites und Applikationen langsam einen Dark- und einen Light-Mode unterstützen werden. So, der nächste User Interface bzw. User Experience Design Trend ist, Privacy und Security hervorzuheben. Und zwar nicht irgendwie versteckt in irgendwelchen AGBs oder auf irgendwelchen Unterseiten, sondern präsent auf der Titelseite einer Anwendung steht, wir sind sicher, wir verschlüsseln deine Daten und deine Daten sind bei uns sicher und so weiter. Was heißt, große Seiten und auch kleine Seiten und Seiten jeglicher Geschäftsfeldausrichtung wollen, dass Nutzer glauben, meine Seite ist sicher und ihre Daten sind dort sicher. Das hat den Grund, dass es in den letzten Jahren immer wieder schöne Skandale gab von Facebook, von anderen Seiten, die einfach die Daten missbraucht haben oder wo Daten geleakt sind und nicht richtig verschlüsselt waren und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass natürlich im Hintergrund technisch sehr viel Maßnahmen betrieben wurden, damit die Seiten sicher werden und Datenschutz ernst genommen wird. Allerdings hat es auch eine enorme Welle an UI nötig gemacht, die zeigt oder die einem einfachen Nutzer ohne tiefes technisches Verständnis zeigt oder ohne die Möglichkeit mit Wireshark einfach mal den Netzwerktraffic mitzulesen, zeigt, hey, diese Seite ist sicher, deine Daten sind bei uns sicher und du kannst bei uns sicher Waren einkaufen und unsere Dienstleistung genießen. Das heißt, diese Punkte werden immer wichtiger und werden auch in Zukunft ein großer Bestandteil von quasi jeder Webseite, wo es sich um Nutzerdaten handelt. Und man sollte darauf Wert legen, dass die Seite nicht nur wirklich sicher ist, sondern auch das optische Gefühl erzeugt beim Nutzer, diese Seite ist sicher. Und darauf sollte unbedingt hohen und aufwendigen Wert gelegt werden. So ein UI-UX-Design-Thema, das dieses Jahr immer beliebter wird, ist das sogenannte Scrollytelling. Und was versteckt sich hinter diesem Wort? Das ist eine Wortmischung aus Storytelling und Scrollen. Scrollytelling. Sieht da sehr kreativ, die Community. Und man muss sagen, was versteckt sich dahinter? Grundsätzlich die Möglichkeit, wenn ich scrolle auf einer Webseite, dass sich diese animiert und mir eine Geschichte erzählt, etwas präsentiert und dass es so die Aufmerksamkeit des Nutzers steuerst. Diese Möglichkeit ist wirklich, wirklich cool. Allerdings gilt auch hier, wie bei allem, was Story-basiert ist, ihr braucht eine gute Story. Wenn ein Kunde zu euch kommt und sagt, sie wollen sowas haben, dass man scrollen kann und alles sich bewegt, dann muss man erstmal klarstellen, habt ihr genug Content dafür? Und wenn ihr genug Content habt, ist der optimal aufbereitet. Was heißt, ihr braucht nicht nur ein Bild, was ihr irgendwie darstellt, sondern ihr braucht verschiedene Bilder, die sich zusammenbauen. Das Ganze ist meistens sehr grafisch, sehr intensiv in der Erstellung dieser Grafiken, ob es 3D ist, ob es Fotos sind, ob es einfach Text ist, der sich animiert. Das Ganze muss optimiert sein, was den Content angeht. Was heißt, wenn ihr den nötigen Content habt, ist die Umsetzung danach relativ einfach. Wir werden auch im Laufe dieses Jahres ein Tutorial dazu machen, wie ihr solche Scrolly-Telling-Seiten mit einigen Frameworks sehr leicht umsetzen könnt. Und das Ganze ist technisch nicht wirklich schwer. Ich bin ein Riesenfan. Und falls ihr dazu Beispiele habt, dann schreibt die doch einfach mal in die Kommentare. Mich würden dazu noch mehr interessieren. Ich habe leider nicht so richtig viele gute gefunden. Allerdings ist das wirklich ein Trend, den ich zu 100% unterstützen kann, sofern der Content ausreichend optimiert ist.
So, das war schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Trends noch, ja, euch noch fehlen, wie gesagt, schreibt die einfach mal in die Kommentare. Oder ihr könnt diesen Channel supporten, indem ihr auf den Abo-Button drückt oder ganz oben auf diese Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn es neue Videos gibt. Prinzipiell sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.